Also danke fürs Kommen. Ich rede heute über die Satzsolver, SMT-Solver und wie man das Ganze mit Yosys verwendet, um formale Beweise in Schaltungen zu führen. Jetzt gehe ich wieder nach vorne zu meinem Outline. Der Vortrag ist im Großen und Ganzen in drei Teile gegliedert und der erste Teil wird sehr, sehr theoretisch sein. Also in dem ersten Teil rede ich über Komplexitätstheorie und wie man Probleme klassifizieren kann und all diese Dinge. Ich hoffe, dass ich da niemanden allzu sehr langweile in diesem ersten Teil. Die Idee, warum das da drinnen ist, ist die, dass Satzsolver und SMT-Solver universelle Solver für riesige Klassen von Problemen sind. Und wir müssen halt irgendwie wissen, wie wir Klassen von Problemen bilden können, damit wir dann irgendwie eine Aussage darüber treffen können, welches Problem man mit diesen Solvern lösen kann. Und darum habe ich mich beschlossen, da mehr Theorie hineinzupacken. Ich vermute, dass uns das irgendwie so die erste Stunde beschäftigen wird. Dann machen wir eine Pause. Und dann gibt es zwei Blöcke, wobei das hier nicht ein bisschen geschummelt aufgeschrieben ist. Wir werden eigentlich zwischen diesen Themen hin und her springen ein bisschen. Wir werden uns ein bisschen grob anschauen, wie Satzsolver und SMT-Solver funktionieren und dann erste Anwendungen in Yosys, die das im Hintergrund verwenden. Und dann werden wir uns tiefer mit der Sprache SMT-LIB beschäftigen, die eine Eingangssprache ist für sehr, sehr viele SMT-Solver und wie man dann speziell mit dieser Sprache interessantere, größere Beweise führen kann mit Yosys. Das ist unsere Outline für heute. Gut. So, also fangen wir gleich an mit dem theoretischen Block. Im Wesentlichen werde ich jetzt hier über Komplexitätstheorie sprechen. Also der wissenschaftliche Forschungsbereich, der sich damit beschäftigt, Probleme nach ihrer Komplexität einzustufen und Rechenmaschinen nach ihren Möglichkeiten einzustufen. Also das spielt immer zusammen. Man kann nicht einfach sagen, dieses Problem kann ich in polynomialer Zeit lösen, sondern ich muss sagen, auf welche Art von Maschine, weil vielleicht kann ich es auf einer Art von Maschine in polynomialer Zeit lösen, aber auf einer anderen Art von Maschine nur in exponentieller Zeit zum Beispiel. Also darum sind diese beiden Dinge sehr wichtig und spielen beide zusammen. Ein Ding, was sich durch die gesamte Komplexitätstheorie durchzieht, ist die Verwendung von Landau-Symbolen, insbesondere das große O, und auch das große Tau, aber wir wollen uns nur auf das große O beschränken. Diese Groß-O-Notation gibt uns eine kleine obere Grenze für das asymptotische Verhalten von einer Funktion an. Und in dem Fall ist das zum Beispiel die Zeit, die wir brauchen, um ein Problem zu lösen, wenn wir die Eingabe größer und größer und größer und größer machen. Nicht? Also wir haben vielleicht einen Algorithmus, der muss sich bei der Eingabe nur jedes Element einmal anschauen. Prüfsumme berechnen zum Beispiel wäre sowas, wo man einfach linear durch die Eingabe durchgeht und dann würde man sagen, das ist O von N. Wenn die Eingabe doppelt so groß ist, brauche ich doppelt so lang. Andere Algorithmen, da werde ich vielleicht quadratisch brauchen, Zeit brauchen und dann würde ich sagen, das ist O von N Quadrat. Sehr wichtig sind diese Dinge hier. Ich werde nie sagen in der Praxis, das ist zum Beispiel O von 2N. Weil für das asymptotische Verhalten der Funktion, das heißt ja nur, dass die Rate zwischen dem, wie die Funktion tatsächlich wächst und diesem Term da drinnen, dass das gegen eine Konstante geht, wenn das n gegen unendlich geht. Naja, wenn ich da eine Konstante einbaue, dann geht es halt gegen eine andere Konstante, aber es ändert nichts daran, dass das O von n ist. Also es ist nicht inhärent falsch zu schreiben, O von 2n, aber ich habe nicht was Aussagekräftigeres damit gesagt über die Funktion, die ich untersuche, als wenn man sagt O von n. Gleichermaßen O von n plus 3, naja, wenn das n gegen unendlich geht, das plus 3 ist mir dann schon wurscht, das ändert nichts mehr im asymptotischen Verhalten, das heißt, das ist alles gleich. Ebenso, wenn ich hier zum Beispiel ein größeres Polynom habe, und da habe ich einen Term dritter Ordnung, einen Term zweiter Ordnung und einen linearen Term. Ja, wenn das n groß genug ist, ist der Term zweiter Ordnung und der lineare Term natürlich wurscht. Das heißt, wenn ich irgendwie da mein Programm untersuche in seiner Effizienz und ich komme dann irgendwie raus, das beschreibt ziemlich gut, wie sich die Zeit verhält, die ich brauche, um größere und größere Probleme zu verarbeiten. Da werde ich trotzdem nicht so eine Wurst schreiben, sondern ich schreibe einfach nur O von n hoch 3. Gut, also das sind so die wichtigsten Dinge,
die wichtigsten Grundbegriffe, die man kennen muss, wenn man über Komplexitätstheorie redet, weil alles in dieser Form ausgedrückt wird in der Komplexitätstheorie. Sehr wichtig in der Komplexitätstheorie sind Entscheidungsprobleme, weil in den allermeisten Fällen man sich eben genau diese Entscheidungsprobleme ansieht. Das heißt, ein Entscheidungsproblem wäre zum Beispiel, hier ist eine Gleichung, gibt es eine Lösung für x? Und dann ist die Antwort ja oder nein, das ist ein Entscheidungsproblem. Oft wird man natürlich nicht nur daran interessiert sein, ob es eine Lösung für das x gibt, sondern was dieser Wert von dem x ist. Und dann nennt man das eben ein Funktionsproblem. In vielen, vielen, vielen Fällen sind diese Probleme aber verwandt. Also wenn ich einmal mal herausgefunden habe, dass es eine Lösung gibt für dieses x, dann ist es oft nicht viel aufwendiger herauszufinden, was denn der Wert von x ist, der diese Gleichung erfüllt. Das heißt aber nicht, dass das immer so ist, aber so als erste Näherung und in der Praxis, wenn man irgendein Problem so hemdsärmlich angeht, dann wirft man das oft zusammen und löst quasi so ein Entscheidungsproblem und geht davon aus, wenn ich entscheiden kann, ob ein solches x existiert, dann kann ich in ähnlich großer Aufwand auch berechnen, welches x diese Gleichung löst. Und dann gibt es natürlich hier Dinge, die zwei Lösungen zum Beispiel haben oder Dinge, die keine Lösung haben. Und dann kann ich eben hier genauso sagen, ja, es gibt ja nichts und dann muss ich mich halt vielleicht in den zweiten Algorithmen, der das x bestimmt, damit herumschlagen, dass das vielleicht verschiedene Lösungen sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, das in eine Sequenz von Entscheidungsproblemen umzubauen, wo ich sage, was ist denn das niederwertigste Bit von x, was ist das nächste Bit von x, was ist das nächste Bit von x, vielleicht kriege ich dann da einen Blödsinn raus, weil er manchmal 5 und manchmal minus 5 als Lösung verwendet. Gut. Ja, die Solver, die wir uns eben anschauen, der SAT und SMT-Solver, die sind eben formal definiert darüber, dass sie dieses Entscheidungsproblem lösen. Aber in der Art und Weise, wie die gebaut sind, können die dann auch immer ein Modell liefern. Und Modell ist eben genau das. Naja, du sagst, da gibt es eine Lösung. Welches x löst denn die Gleichung? Und das ist das Modell, das dann mitgeliefert wird. Gut, also das jetzt nur, weil wir in den Rest dieses Theorieblocks quasi immer von den Entscheidungsproblemen lösen. Und wenn du dann fragst, aber nur, dass es lösbar ist, hilft in der Praxis wenig. In der Regel können die Solver eh mehr, aber das ist halt die Art und Weise, wie man diese Klassifizierungen alle vornimmt. Ja, auch sehr wichtig für diesen Themenbereich ist der Zusammenhang zwischen formalen Sprachen und Berechenbarkeit von Dingen. Fangen wir vielleicht hier in der Mitte an, bei den Turing-Maschinen, die mehr so Programme sind, die man sich vorstellt. Man kann jetzt zum Beispiel ein Programm schreiben, das akzeptiert alle Gleichungen, die lösbar sind. Und dann kann ich sagen, das ist eine Sprache. Und ich sage einfach, in dieser Sprache sind alle lösbaren Gleichungen enthalten und alle nicht lösbaren Gleichungen sind nicht enthalten. Das ist meine Definition von der Sprache. Und dann habe ich irgendeine Maschine, der kann ich eben ein Element der Sprache geben, da kann ich eine Gleichung in dem Fall geben und dann sagt es, das ist ein Element von meiner Sprache oder nicht und damit meint es ist eine lösbare Gleichung oder es ist eine nicht lösbare Gleichung. Wenn man hier oben ist, dann ist eben dieser Begriff, es ist eine Sprache, ist irgendwie sehr schwammig, weil dann kann ich eben solche monströsen Sprachen definieren. Wenn man aber bei den Maschinen hier unten bleibt, wo ich einfache endliche Zustandsautomaten habe und die entsprechend den regulären Grammatiken, dann kann man das hier sich schon besser vorstellen, wie das zusammenhängt. Da möchte ich nachher kurz ein Beispiel machen dazu. Aber das hat zumindest ein oder andere schon mal, glaube ich, gehört, dass man, wenn man eine Regular Expression zum Beispiel hat, dass man das eben umwandeln kann in einen Zustandsautomaten, dem man dann eine Eingabe füttert und der bekommt das. Und eine Regular Expression kann man eben schreiben als so eine lineare Grammatik, wenn jemand Compiler gebaut hat, bei diese Grammatikproduktionen, wenn auf der rechten Seite von jeder Produktion entweder nur ein Terminal steht oder ein Nicht-Terminal gefolgt von einem Terminal und auf jeder linken Seite der Produktion nur ein einziges Nicht-Terminal, dann nennt man das eine lineare Grammatik. Und eine lineare Grammatik beschreibt eben genau das.
Wenn man jetzt einen C-Compiler schreiben möchte, dann kommt man drauf, man kann keinen C-Compiler schreiben in einer linearen Grammatik. Man braucht aufwendigere Grammatiken und dann kommt man zu den kontextfreien Grammatiken. Und kontextfrei heißt nur, auf der linken Seite der Produktion ist immer ein Nicht-Terminal. Ich sage nur, eine Expression kann das und das sein. Kontextsensitive Grammatiken werden dazwischen, da kann ich auf der linken Seite dann quasi mehr als nur ein Nicht-Terminal haben. Es werden immer kompliziertere Muster, die man hier matchen möchte, sozusagen. Der Grund, warum ich diese Hierarchie hier so interessant finde, ist, weil hier auf der linken Seite bei den Sprachen, da gibt es hier irgendwie so eine Art Bruch. Das schaut irgendwie anders aus als da unten. Das da unten ist das, wenn man von formalen Sprachen redet, dann stellt man sich sowas vor. Da stellt man sich eine kontextfreie Grammatik vor oder reguläre Ausdrücke. Aber das da oben, das erscheint irgendwie mehr wie eine Art Trick, dass man das halt dann so definiert und dann sagt man, okay, ich habe eine Sprache definiert, in der sind alle Primzahlen enthalten und nicht die zusammengesetzten Zahlen. Und darum ist es ein Problem, Elemente einer Sprache zu erkennen und Teilbarkeit zu bestimmen. Das Interessante ist hier auf der rechten Seite, wo man sich die Maschinen anschaut, mit denen man diese Dinge berechnen kann, weil hier ist das ein relativ schön aufeinander aufbauendes Modell. Da gibt es eigentlich keinen echten Sprung, sondern das sind immer sehr natürliche Erweiterungen zu den zugrunde liegenden Maschinenmodellen, die wir haben. Wir fangen an mit einer Finite State Machine. Und wir werden dann ein bisschen noch reden über Finite State Machines in der Komplexitätstheorie, weil das jetzt nicht irgendwie Mealy- oder Moore-Automaten sind, sondern einfachere Dinge, die jetzt vielleicht nicht so viele praktische Anwendungen haben, aber einfach zu untersuchen sind, weil sie nur eine Eingabe akzeptieren oder nicht akzeptieren können. Das heißt, die einzige Ausgabe, die eine solche State Machine hier liefert. Und jetzt kann ich die State Machine erweitern, indem ich einfach zu der State Machine einen Stack dazu gebe. Und dann kann die State Machine nicht nur entscheiden, aha, ich sehe diese Eingabe, in welchen State wechsle ich, sondern sie sagt, ich sehe diese Eingabe, ich sehe dieses Top-Element auf meinem Stack, in welchen anderen State gebe ich und was mache ich mit dem Stack? Pushe ich was auf den Stack, poppe ich was runter vom Stack, lasse ich ihn so wie er ist. Das ist keine unendlich komplexere Maschine. Das ist eine relativ natürliche Erweiterung, ändert aber ganz grundlegend, was das Ding kann. Und ich würde fast sagen, das ist der wirklich interessante Schritt hier auf der rechten Seite. Der Schritt von hier nach da ist eigentlich von dem, was ich mechanisch mache, wenn ich das Maschinenmodell erweitere, nicht mehr so berauschend. Ich sage entweder, okay, ich ersetze jetzt den Stack durch ein Tape oder ich kann zum Beispiel eine State Machine machen mit zwei Stacks. Das ist genauso gut wie ein Tape, dann bin ich auch bei einer Turing-Maschine. Also da gibt es hier eigentlich keinen so, wie kommt man jetzt darauf, dass man sagt, irgendwie das gehört zusammen, sondern hier auf der rechten Seite ist es ein relativ natürlicher Sprung, den man macht. Und wenn man versucht, Dinge zu untersuchen, so Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, sind diese beiden Dinge äquivalent, dann ist der Bruch eigentlich hier. Also ich kann zu State-Machines bestimmen, ob sie äquivalent sind, das ist ganz einfach. Wenn ich zwei solche Pushdown-Automaten habe, dann ist es nicht mehr entscheidbar, ob die das gleiche Ding sind oder nicht. Rede ich dann später noch ein bisschen. Rede ich gleich was dazu, weil wir haben hier die Entscheidbarkeit. Also die Turing-Maschinen, die können quasi dann das, was wir hier rekursive Sprachen oder rekursiv aufzählbare Sprachen nennen, entscheiden. Dann gebe ich eine Eingabe und zu sagen, ist Teil meiner Sprache oder ist nicht Teil meiner Sprache. Oder genau genommen machen sie das hier, kriegen eine Eingabe und machen die eine oder eine andere Aussage. Hier oben gibt es Probleme, da geht es nur in eine Richtung. Da kann ich quasi sagen, entweder sagt mir die Turing-Maschine zum Beispiel ja, oder sie rennt für immer. Aber ich bekomme nie die Antwort nein. Oder vielleicht bekomme ich in manchen wenigen Fällen die Antwort nein, aber ich habe keine Garantie, dass für alle Elemente, die nicht zu der Sprache gehören, die Antwort nein herauskommt. Oder natürlich umgekehrt, es gibt dann es gibt immer so ein Co und das ist dann für das Komplement davon. Also es gibt dann wahrscheinlich Co-rekursiv enum aufzählbar, wie auch immer, wo man das Co dann halt hinstellt in dem Wort, dass ich quasi sage, sie kann entscheiden, dass die Eingabe nicht zur Sprache gehört. Und ob es zur Sprache gehört, das ist dann der nicht entscheidbare Zweig. Also man nennt da dann, partiell entscheidbar. Da gibt es eine ganze Reihe von Begriffen, die alle das hier meinen. Es gibt natürlich noch Dinge, die da drüber stehen.
Also es gibt dann auch Sachen, die in keinster Weise entscheidbar sind. Das kann man sich auch relativ leicht denken, wenn ich eine Sprache hätte, die wäre in dem Bereich hier. Ich kann sagen ja, aber ich kann nicht sagen nein. Und jetzt überlege ich mir das Komplement von dem. Gibt es dann quasi eine Turing-Maschine, die müsste irgendwie das Umgekehrte sagen. Die kann nicht da drinnen sein. Weil wenn die da drinnen wäre, dann könnte ich eine Turing-Maschine bauen, die zum Beispiel abwechselnd eine Instruktion vom einen Programm ausführt und dann eine Instruktion vom anderen und wieder vom ersten oder wieder vom zweiten. Und weil ja eins von den, weil das eine immer ja das eine bestimmen kann, das andere immer das andere bestimmen kann, hätte ich eine Turing-Maschine, die quasi immer ja oder nein entscheiden kann und dann wäre sie da drinnen. Das heißt, so wie ich ein Problem habe, das da drinnen ist, weiß ich schon, das Komplement von dem Problem muss sogar noch weiter außen sein. Gut, und da kommt dann eben die Computability, die Berechenbarkeit hinein. Dieses, kann ich überhaupt eine Aussage über das treffen, wie sich dieses Ding verhalten wird. Ein ganz berühmtes Beispiel von da ist zum Beispiel das Halteproblem. Ich kann kein Programm schreiben, dem ich ein anderes Programm gebe und es sagt, dieses Programm wird irgendwann halten. Warum? Weil dann könnte ich ein Programm schreiben, das quasi diese Funktion auf sich selber aufruft, schaut, werde ich irgendwann halten? Und wenn die Antwort ist ja, dann springe ich in eine Endlosschleife. Wenn die Antwort ist nein, dann halte ich und damit habe ich ein Programm geschrieben, das quasi immer beweist, dass diese Funktion einen Unfug tut. Aber natürlich könnte ich dieses Halteproblem lösen, indem ich simuliere. Und wenn das Programm hält, dann wird es irgendwann halten und dann wird quasi der Ding sagen, ja, das Programm hält. Aber den anderen Fall, den kann ich nie entscheiden. Ich kann nicht sagen, ja, es wird für immer laufen, weil es gibt keinen Punkt, wo ich sage, so, jetzt ist es ewig und damit weiß ich, es wird für immer laufen, sondern man muss es halt immer weiter und weiter und weiter probieren. Gut, also das ist dieser Bezug zwischen diesen beiden Bereichen, die formalen Sprache und der Berechenbarkeit. Und darum, wenn man Texte aus dem Bereich liest, dann ist immer die Rede von Turing-Maschinen, die gewisse Eingaben akzeptieren und so weiter und so fort. Und diese Terminologie, die kommt einfach von daher. Gut, dann springen wir da gleich rein in Dinge, die was tun, in Dinge, die was berechnen. Die endlichen Automaten, die sicherlich jeder hier kennt, da werde ich versuchen, das flott zu machen. Also ich habe ein endliches Set von States. Ich kann zum Beispiel sagen, diese Maschine hat 5 States. Und wenn ich dann weiß, in welchen dieser 5 States die Maschine ist, dann weiß ich alles darüber, was diese Maschine im Augenblick kennt, was sie weiß. In diesen Maschinen, die wir hier untersuchen, hat jeder State noch ein zusätzliches Flag sozusagen, nämlich ob es ein akzeptierender State ist oder ein nicht akzeptierender State. Und jetzt füttere ich meine Eingabesymbole, eins nach dem anderen in diese Maschine und jedes Mal schaut es auf das Eingabesymbol, auf das State, wo es gerade steht, trifft die Entscheidung, welchen anderen State wechsle ich. Und irgendwann ist die Eingabe aus. Und wenn die Eingabe aus ist, schaue ich, ob der aktuelle State ein akzeptierender State ist oder nicht. Und wenn es ein akzeptierender State ist, dann hat der Zustandsautomat die Eingabe akzeptiert. Wenn es kein akzeptierender State ist, dann hat der Zustandsautomat die Eingabe nicht akzeptiert. Das heißt, ich kann das entweder als ein Diagramm zeichnen, wo ich eine kleine Kugel mache für jeden State und dann ein Pfeil für jedes mögliche Eingangssymbol, dann weiß ich, zu welchem anderen State es geht. Und meistens macht man dann akzeptierende States doppelt eingeringelt. Man kann das aber auch, die Definition der State Machine einfach als eine Tabelle sehen, wo links quasi steht, was ist mein aktueller State und welches Symbol sehe ich gerade und dann ist auf der rechten Spalte, was ist der neue Zustand, in den ich springe. Weil das hier eine sogenannte deterministische, ein deterministischer endlicher Zustandsautomat ist, muss es quasi für jede mögliche Kombination von aktuellem State und aktuellem Eingangssymbol genau einen Eintrag in diese Tabelle geben. Weil sonst wüsste ja die Maschine nicht, was sie tun soll, wenn sie eine Eingabe sieht und dann, da könnte ich jetzt das machen oder ich könnte das machen. Gut. Viel interessanter sind die nicht deterministischen endlichen Zustandsautomaten. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich so tief anfange bei den
bei den Zustandsautomaten. Wenn ich anfange mit nicht-deterministischen Turing-Maschinen, dann sind das ja irgendwelche Passwörter, aber nicht-deterministische Zustandsautomaten, die können wir relativ einfach untersuchen und uns überlegen, was das bedeutet und dann diese Hierarchie von vorher raufgehen und sagen, okay, was heißt das jetzt, wenn ich eine nicht-deterministische Turing-Maschine habe, weil das relativ natürliche Erweiterungen sind, basierend auf der Idee von einem Zustandsautomaten. Die Idee von einer nicht-deterministischen FSM ist ganz einfach. Ich habe wieder diese Tabelle, aber jetzt gibt es mehr als nur einen Eintrag pro Möglichkeit. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Symbol sehe und schaue, in welchem State ich bin, und dann schaue ich in die Tabelle und jetzt gibt es auf einmal zwei Einträge, dann könnte man sich vorstellen, die Maschine forkt. Und der eine Fork, der eine Child, geht jetzt quasi die eine Kante entlang und ist in dem einen State und der andere Fork folgt dem anderen Weg. Was man sich ebenso vorstellen kann, ist, dass die Maschine einfach in allen States gleichzeitig ist. Also, dass es nicht die Idee gibt von einem aktuellen State, sondern stattdessen eine Liste von aktuellen States, in denen eben jeder State drinnen sein kann oder nicht. Und dann sehe ich einfach meine Eingabe so und so. Ich habe zwei mögliche Zustände, in die ich wechseln kann. Ja, dann markiere ich die jetzt beide als aktiv. Und wenn ich das nächste Symbol sehe, dann schaue ich quasi, welche Zeilen in der Tabelle gibt es, wo dieses Eingangssymbol drinnen steht und irgendeins der aktuellen States als der State in dieser Tabelle. Und dann fächert das so auf und ich gehe quasi in mehr und mehr States gleichzeitig. Das, finde ich, ist ein sehr, sehr natürliches Bild, das so zu sehen, weil das etwas ist, was man super in Hardware implementieren kann. Also da gehe ich einfach her und mache einen Flip-Flop für jeden State, in dem ich sein kann oder nicht, und eine kleine Schaltung, die schaut quasi, ob die anderen States, von denen ich in diesen State kann gehen, aktiv sind und was die aktuelle Eingabe ist, und das entscheidet, ob dieses Flip-Flop im nächsten Zyklus den Wert 1 oder 0 hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine lineare Grammatik parsen möchte, und ich habe gehört, naja, man kann lineare Grammatiken umwandeln in State Machines und dann lese ich genauer und komme drauf, naja, aber das geht zunächst einmal, dass ich eine nicht-deterministische State Machine mache und dann könnte ich die in eine deterministische umwandeln, aber in Digisys habe ich nichts gelernt von nicht-deterministischen State Machines, also wandle ich das mal um in die deterministische, das ist nicht so gescheit. Besser ist, wir machen eine nicht-deterministische und kodieren die so, dass die wirklich in all diesen Zuständen gleichzeitig sein kann. Eine übliche Erweiterung von dem sind die Epsilon-Moves. Das sind quasi Kanten, die keine Symbole verarbeiten. Und je nachdem, welches Buch man liest, heißt es, nicht-deterministische Zustandsautomaten haben Epsilon-Moves als Fähigkeit oder andere machen eine eigene Kategorie von nicht-deterministischen FSFs, die auch Epsilon-Moves machen. Ich bin ein nicht-deterministische FSMs können einfach Epsilon-Moves-Anhänger, weil die nämlich nicht inhärent neue Funktionalität bringen, sondern nur es einfacher machen, diese Dinge aufzuschreiben und zu zeichnen und damit zu arbeiten. Also sehe ich da keinen besonderen Nutzen, weil man da sich sagt, nein, aber man muss eine eigene Maschine erfinden, damit man dann Epsilon-Moves auch noch verwenden kann. Wir werden uns ein Beispiel dazu anschauen, keine Sorge. Ich möchte das nochmal schnell durchbringen. Gut, genau, ich verwende einen Set von aktuellen States. Dieser Hinweis hier ist mir vielleicht noch wichtig. Je nachdem, wen man liest, gibt es diese Idee, dass man sagt, Non-Determinismus wird gemacht, indem ich in einem State bin und ich schaue auf die Eingabe und dann schaue ich in die Tabelle und dann sage ich, ich kann dort oder dort gehen und dann rate ich einen dieser Wege. Das ist eine Sprache, die man da oft findet. Und man geht quasi davon aus, dass man immer den richtigen Weg rät. Und ich finde, das ist eine furchtbare Art, das zu beschreiben. Es ist leider sehr populär, darum wenigstens noch kurz. Aber zu sagen, ich rate immer genau den richtigen Weg, ist äquivalent zu, ich bin in allen Zuständen gleichzeitig und am Schluss schaue ich einfach nach, ob ich auch in einem akzeptierenden Zustand bin. Also dass ich von vornherein ausgehe, zufällig rate ich immer den richtigen Weg, sodass ich den Weg nehme, der am Schluss in einem akzeptierenden Zustand landet. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum ich das mit dem Raten nicht gut finde. Das ist nämlich das hier, dass es nicht nur deterministische und nicht-deterministische Zustandsautomaten gibt, sondern eben auch diese co-nicht-deterministischen Zustandsautomaten. Und dann wird's und die kann man sich viel besser vorstellen, wenn man quasi am Ende, also hier unten sind wir quasi am Ende vom Durchlauf, alle Zustände anschaut, in denen ich im Augenblick bin.
Also eine normale, nicht deterministische FSM akzeptiert die Eingabe, wenn am Schluss einer der aktuellen, der aktiven States ein akzeptierender State ist. Das heißt, deterministisch wäre, ich habe quasi einen State, in dem ich anfange, im nächsten Schritt habe ich einen State, in dem ich bin, im nächsten Schritt habe ich einen State, in dem ich bin und am Schluss habe ich eben accept oder reject. Das ist einfach. Non-deterministisch heißt, ich branche aus. Ich habe jetzt im zweiten Schritt hier zum Beispiel zwei Zustände, in denen ich bin. Im dritten Schritt habe ich drei Zustände, in denen ich bin. Und jetzt sind vielleicht manche von denen akzeptierend und nicht akzeptierend. Und jetzt konsolidiere ich die quasi zurück über diesen Baum und überall dort, wo ich so wegbranche, sage ich OR. Es reicht, wenn einer der Branches akzeptierend ist, dann akzeptiert die ganze Maschine. Die co-nicht-deterministische FSM folgt der gleichen Idee, aber statt den ORs habe ich eins. Und ich sage quasi, am Schluss, alle Zustände, in denen ich bin, müssen akzeptierende Zustände sein. Wenn ich nur einen Zustand habe am Schluss, in dem ich rejected bin, dann muss ich die Eingabe rejecten. Und natürlich kann man jetzt hergehen, mit ORs und ENDs und da kann man invertieren, da weiß ich doch was. Und natürlich, wenn ich nicht heikel bin, ob er jetzt akzeptiert oder rejected, also er muss quasi nur die beiden Dinge unterscheiden, aber mir ist quasi egal, ob er sagt, er kennt die Sprache aller teilbaren Zahlen oder die Sprache aller Primzahlen, das ist mir egal, weil ich kann im Überbauprogramm ja sowieso accept und reject wieder vertauschen, dann sind diese beiden natürlich äquivalent, weil dann vertausche ich einfach überall an den States accept und reject und vertausche die ends und die ors und dann propagiert das die Negation ganz rauf und in meinem aufrufenden Programm kann ich dann sagen, was ich möchte. Darum findet man nicht allzu viele Referenzen, also es ist immer die co-non-deterministischen Sachen werden immer so nebenbei erwähnt, weil wenn ich mich darauf festnagle, dass es jetzt darum geht, Primzahlen zu erkennen und nicht teilbare Zahlen zu erkennen, dann ist das natürlich ein Unterschied. Für viele praktische Erwägungen ist es aber wurscht, was man jetzt anschaut aus genauem Grund. Was man aber nicht machen kann mit so einfachen Umformungen, ist diese vierte Variante, die alternierenden FSMs. Dort habe ich nämlich sowohl ends als auch ors. Und das ist eine Eigenschaft jeden einzelnen States, ob es ein end-state oder ein or-state ist. Und dann hätte ich in dem Fall zum Beispiel, dieser State muss akzeptierend sein, damit ich akzeptiere, und hier muss nur einer von denen akzeptieren und der andere kann rejecten. Aber natürlich kann das ein ganz, ganz langer Baum sein und ich habe eine Endstufe, eine Ohrstufe, eine Endstufe, eine Ohrstufe. Auch hier, die Definitionen sind ein bisschen abweichend. Manche sagen, es muss immer genau abwechselnd sein und dann muss man in der FSM irgendwie Wait States einbauen, weil jetzt will man aber eine zweite Stufe mit Ohrs machen. Oder man sagt, das ist wirklich eine Eigenschaft auf dem State. Ich bin eine Eigenschaft von dem State-Freund. Aber es ist nicht wirklich wichtig. So. So, nachdem wir uns viel zur Komplexität anschauen werden, stellt sich die Frage, wie ist denn die Komplexität von solchen FSMs? Wenn wir dort anfangen, müssten wir uns die Komplexität anschauen. Die Zeitkomplexität ist einfach. Um N-Symbole zu verarbeiten, brauche ich N-Schritte. Also jede FSM, egal wie kompliziert sie ist, wie großartig sie ist, hat O von N Zeitaufwand. Weil ich für jedes einzelne Symbol, was reinkommt, nur einmal in der Tabelle nachschauen muss, immer den gleich großen Schritt habe. Und wenn die Eingabe doppelt so lang ist, naja, dann werde ich doppelt so lang brauchen, durch meine FSM durchzugehen. Hier ist wichtig, wir schauen eben hier immer die Größe der Eingabe an. Wir schauen uns nicht zwingendermaßen die Größe der FSM an. Also wir könnten durchaus sagen, naja, aber wenn ich eine FSM habe mit 10 Zuständen, dann kann ich die wahrscheinlich viel effizienter implementieren als eine FSM mit 1 Million Zuständen. Aber das ist nicht die Variable, die wir verändern, wenn wir dieses Wachstum anschauen. Wie kompliziert ist meine FSM? Wir schauen uns immer nur an, wie groß ist meine Eingabe. Und wenn ich eben eine eigene FSM habe und sagen wir, sie hat eine lineare Suche wirklich in dieser Tabelle mit den Übergangsfunktionen, ändert das nichts daran, dass
Und dann wird sie sehr langsam sein, wenn sie eine Million States hat, weil sie muss im schlimmsten Fall eine Million Einträge untersuchen, um zu schauen, was muss ich jetzt machen. Trotzdem, der Wachstum mit Abhängigkeit zur Eingabe ist immer noch einfach linear O von N. Also FSMs sind super, wenn es um Zeitkomplexität geht. Noch viel besser sind sie in Space-Komplexität. Also wie viel Arbeitsspeicher brauche ich, um eine Eingabe zu verarbeiten, die n Symbole lang ist. Und die Antwort ist, das ist unabhängig davon, wie viele Symbole ich verarbeite. Ich brauche immer gleich viel Arbeitsspeicher, nämlich genauso viel, wie ich brauche, um die Information zu halten, in welchem State ich gerade bin. Bei der deterministischen halt die Nummer des aktuellen States, bei der nicht-deterministischen die Bitmap der States, die jetzt gerade aktuell sind. So, die andere Frage, die man immer stellt, ist quasi, was kann ich dann effektiv damit rechnen? Ist irgendwie eins dieser Modelle mächtiger als ein anderes dieser Modelle? Und die Antwort ist nein. Ich kann die deterministische FSM, die nicht-deterministische, die Code-nicht-deterministische und die alternierenden FSMs, die können alle die gleichen Dinge. Also es gibt keine regular expression, für die ich eine alternierende FSM brauche, aber mit einer deterministischen kann ich es nicht mehr rechnen. Also ich kann die alle ineinander umführen. Im schlimmsten Fall wird aber der State Space exponentiell größer. Also es kann gewisse nicht-deterministische oder sogar alternierende, dann kann man noch blödere Dinge bauen, die kann man böse bauen, sodass die Umwandlung in eine deterministische FSM eine riesige FSM bildet. Aber es ändert sicher die Komplexität dadurch nicht. Es ist immer noch etwas, was O von N Zeit braucht und O von 1 Platz. Also sind die alle gleichmächtig, was die was die Komplexitätstheorie angeht. Gut, jetzt möchte ich kurz ein Beispiel zu FSMs machen, nur damit wir das haben. Except, sagen wir, unsere Eingangssymbole sind nur Nullen und Einsen, das ist dann schon einfach. Und ich möchte entweder irgend alles akzeptieren, das mit zwei Nullen endet, oder den Leerstring. Das sind die beiden Dinge, die ich akzeptieren möchte. Und ich fange damit an, eine nicht-deterministische FSM aufzubauen, weil nicht-deterministische FSM zu bauen ist einfach. Und dann kann man sich überlegen, wie kann man das überführen in eine deterministische. Und dazu überlegt man sich am einfachsten mal, was ist zum Beispiel, wenn ich nur den String 0,0 bekomme? Welche Transition muss da meine State Machine machen? Also es muss irgendeinen State geben, der ein Start State ist. So, und Start States haben einfach einen Pfeil, der nur rein zeigt. Und dann muss ich quasi eine 0 lesen. Dann komme ich in einen anderen State. Dann lese ich noch eine 0. Und dann komme ich in einen akzeptierenden State. Das wäre quasi so eine mögliche Geschichte, die diese FSM sehen kann. Jetzt will ich aber quasi 0,0 am Ende. Und was davor kommt, soll ignoriert werden. Also was ist, wenn quasi irgendetwas hier vorher kommt? Dann könnte ich sagen, naja, ein alternativer Pfad ist, ich könnte hier quasi hingehen bei 0 oder 1. Das heißt, wenn ich einen 1er bekomme und der State ist gerade aktiv, dann bleibt dieser State aktiv. Wenn ich einen Nuller sehe, dann wird dieser State aktiv, aber der bleibt aktiv, weil es gibt auch eine Nullerkante von diesem State auf sich selber. Sehe ich jetzt noch einen Nuller, wird dieser State aktiv, dann ist der auch aktiv, weil er von hier quasi immer mit Nullen gefüttert wird. Und hier ist was. Jetzt bin ich quasi, der akzeptierende State ist jetzt gerade da. Wenn jetzt die Eingabe aufhört, dann bin ich im akzeptierenden State und das passt alles. Kommt aber jetzt ein Einser zum Beispiel, der hat einen Pfeil, der geht nirgends hin. Also es gibt keine Transition, die von dort wegführt. Das heißt, der hört auf, aktiv zu sein. Da gibt es auch keine 1-Transition, der hört auf, aktiv zu sein. Ich bin nur noch hier, jetzt bin ich nicht mehr im akzeptierenden Zustand. Erst wenn wieder zwei Nullen kommen, bin ich wieder dort. So, die Frage ist jetzt, was mache ich mit dem Leerstring? Weil das scheine ich damit schon abgehandelt zu haben. Was mache ich mit dem Leerstring? Eine Möglichkeit ist, ich mache einen weiteren State hier.
der akzeptierend ist. Das ist mein neuer Start-State und der hat eine Epsilon-Transition. Und damit, wenn ich starte, ist der aktiv, durch die Epsilon-Transition gleich der. Jetzt lese ich irgendein Symbol, ich habe nur Epsilon-Transitions von hier weggehen, der hört auf, aktiv zu sein. Und wir haben genau das, was wir vorher gesehen haben. Das heißt, wenn gleich beim allerersten Eingangssymbol oder vor dem ersten Eingangssymbol, wenn ich einen Leerstring bekomme, dann habe ich durch diesen Epsilon, durch diesen Accepting Start State und der Epsilon Transition diesen zweiten Fall auch noch behandelt. Was man ebenso machen könnte, wäre, dass man sagt, das ist die Vereinigung von diesen beiden FSMs, die FSM, die nur einen Leerstring akzeptiert und nur einen anderen. Ich mache quasi eine FSM dafür. Das wäre ein akzeptierender State, der ein Start-State ist und nirgends hingeht. Und dann mache ich einen expliziten Start-State mit einer Epsilon-Transition zur ersten und einer Epsilon-Transition zur zweiten FSM. Ich hoffe, da sieht man dann, dass das die Vereinigung wäre. Jede Sprache, die von der einen oder anderen FSM akzeptiert worden wäre, wird dann von beiden akzeptiert. So, wie würde ich das in eine deterministische FSM umbauen? Das Vorschläge. Ich fange damit an, dass ich den States Namen gebe. Ich sage, der ist A, der ist B, der ist C, der ist D. Und ich hoffe, ich mache jetzt kein Unsinn. So, wenn wir die FSM starten, dann ist der A und der B State aktiv. Das heißt, ich mache einen neuen State und der heißt AB. In den gehe ich hinein. So, wenn ich in AB bin und ich sehe eine 1, in welchen State gehe ich dann? Genau, also ich mache einen neuen deterministischen State, der steht für nur B ist aktiv und mache eine 1-Kante dorthin. So, wenn ich in AB bin und ich sehe eine 0, in welchen State gehe ich dann? BC, genau. BC ist der neue State. So, das ist, wenn ich eine 0 bekomme. Damit sind wir mit dem fertig. So, der B-State. Was passiert, wenn ich hier bin und ich sehe eine 0? BC. So. Und was ist, wenn ich eine 1 sehe? B. Ich bleibe dort, wo ich bin. So, und so weiter und so fort. Ich glaube, wir können uns vorstellen, das Schema ist klar. Gut, also ich glaube, jetzt haben wir auch alle eine intuitive Anschauung davon, warum kann ich jede nicht-deterministische FSM umwandeln in eine deterministische. Ich folge einfach diesem Algorithmus. Gut. Und es ist Zeit, dass wir uns den richtigen Maschinen zuwenden. Wir überspringen die Push-Down-Maschinen aus dem einfachen Grund, dass sie für uns jetzt nicht allzu viel beisteuern. Ich finde, es ist ein praktischer in diesem Schichtaufbau, dass man sieht, da ist noch was dazwischen als Erweiterung und man geht nicht von FSM gleich zur Turing-Maschine. Aber wenn man jetzt nicht Compiler baut, gibt es relativ wenig zu gewinnen, die Push-Down-Automaten jetzt näher zu betrachten. Unter anderem darum, weil wir uns eigentlich mit SAT-Solvern und SMT-Solvern auseinandersetzen wollen. Das ist ja das Ziel, zu dem wir hinkommen wollen. Okay, Turing-Maschine. Also Turing-Maschine ist eine State-Machine, erweitert um ein Daten-Array und einen Pointer in dieses Daten-Array. Und meistens nennt man dieses Daten-Array ein Tape. Und man kann eben diesen Pointer auf diesen Daten-Array nicht beliebig setzen, sondern man kann es nur in Einzelschritten hoch und runter zählen, damit das dann aufs nächste oder vorherige Element gehört. Und die Transition-Table von der Turing-Maschine schaut jetzt so aus. Auf der linken Seite haben wir den aktuellen State und das aktuelle Symbol auf diesem Band. Bei der Turing-Maschine haben wir keine Eingabe mehr in dem Sinn, dass es ein aktuelles Eingabesymbol gibt, sondern die Eingabe steht einfach am Anfang am Band. Und die Turing-Maschine kann diese Eingabe, die am Band steht, lesen.
Und wenn ich jetzt einen Eintrag gefunden habe, der für mich passt, dann habe ich auf der rechten Seite stehen, was ist der nächste State, in den ich gehen soll, mit dem State-Machine-Teil von meiner Turing-Maschine. Was ist die Schreiboperation, die ich auf dem Band machen soll, also welches Symbol soll ich als nächstes aufs Band schreiben. Und wie soll ich das Band bewegen? Also soll ich so lassen, wie es ist, oder soll ich das Band nach links oder rechts bewegen oder den Datenpointer inkrementieren oder dekrementieren? Ist ja das Gleiche. So, die Turing-Maschine hat jetzt, also die FSM hat nur akzeptierende Zustände und normale Zustände mit keinem besonderen Flag. Die Turing-Maschine hat akzeptierende und ablehnende Zustände. Und so wie die Turing-Maschine in akzeptierenden Zustand kommt, bleibt sie stehen und sagt, ich akzeptiere. So wie sie in einen ablehnenden Zustand kommt, bleibt sie stehen und sagt, ich lehne diese Eingabe ab, ich rejecte sie. Das ist ein Unterschied zu den State Machines, wo wir gesagt haben, wir werfen einfach die Eingabe sequenziell hinein und wir schauen, ob das State am Schluss akzeptierend oder nicht akzeptierend ist. Die Turing-Maschine bleibt von selber stehen, wenn sie akzeptiert oder nicht akzeptiert. Es gibt viele Erweiterungen zu diesem Modell, wo halt irgendjemand mal bewiesen hat, das ist äquivalent. Also zum Beispiel mehr als ein Band. Häufig, wenn man Turing-Maschinen untersucht, arbeitet man mit drei Bändern. Man hat quasi ein Band, wo am Anfang die Eingabe steht, ein Band, in dem man als temporären Storage hin und her schreiben kann und ein Band, auf dem dann die Ausgabe am Schluss stehen soll. Und das hat halt irgendjemand mal gezeigt, dass man damit nicht wirklich die Maschine mächtiger macht, als sie ist, aber viele Probleme lassen sich so einfacher formulieren und dann formal untersucht, wenn man das so macht. Was man auch ab und zu sieht, ist, dass man anstatt des Bandes oder auch zusätzlich, also entweder hat man zusätzlich einen Stack oder statt dem Band zwei Stacks. Also ab zwei Stacks ist es wieder ein Band, weil man kann ja das Band offensichtlich simulieren mit zwei Stacks, indem man quasi in die eine Richtung schieben, es von dem Stack poppen und da pushen und in die andere Richtung am Band es da poppen und dort pushen. Also da braucht man, glaube ich, jetzt nicht allzu viel formal irgendwas machen, um zu sehen, dass zwei Stacks und ein Band, dass das äquivalent mächtige Dinge sind. Aber viele Algorithmen lassen sich viel einfacher formulieren, wenn man sagt, da ist ein Tape und wenn man jetzt wirklich einen Algorithmus auf einer Turing-Maschine machen muss, das ist ja mehr ein theoretisches Modell, aber wenn man aus irgendeinem Grund das tut, um zu zeigen, dass was auch immer, dann kann man das vielleicht einfacher machen, indem man sich diese Freiheit nimmt, da diese Erweiterungen zu nehmen. Man kann es natürlich auch einfach auf einem Intel-Prozessor laufen lassen und sagen, das ist eine Erweiterung der Turing-Maschine. Das macht dann wahrscheinlich das Entwickeln noch einfacher. Also die Idee von der Turing-Maschine ist ja quasi, man hat was, wo man nichts mehr wegnehmen kann, das ist immer noch gleichmächtig. Genauso wie die State-Machines können auch die Turing-Maschinen deterministisch, nicht deterministisch, co-nicht deterministisch oder alternierend sein. Das Problem für uns hier ist, dass wenn die Turing-Maschine an einem Punkt ist, wo sie in ihrer Tabelle nachschaut und zwei Wege hat, in sie gehen kann, muss ich nicht nur den State duplizieren, also die State-Nummer, in die sich die Turing-Maschine befindet, sondern auch das komplette Band. Die beiden Pfade können komplett unterschiedliche Dinge mit dem Band machen und jeder dieser Forks sozusagen braucht dann sein eigenes Band. Und darum kann ich nicht mehr einfach ein Bitmap machen und mir sagen, okay, da habe ich einfach für jeden möglichen Zustand ein Bit und dort, wo ich bin, setze ich das Bit und dort, wo ich nicht bin, lösche ich es halt, weil dieses Array wäre unendlich groß. Selbst wenn ich wüsste, dass ich auf einem Band endlich viel Platz hat, dann ist es halt exponentiell groß. Das ist immer noch unpraktikabel. Aber das Band bei der Turing-Maschine ist ja leider unendlich groß. Also habe ich quasi die Exponentialfunktion von unendlich, müsste meine Bitmap groß sein. Das ist unpraktikabel. Und das ist der tief innen liegende Grund zu sagen, warum auf einmal eine nicht-deterministische Turing-Maschine ist und eine nicht-deterministische FSM. Okay, an dieser Stelle wieder so ein kleiner Hinweis. Wenn Leute das sehen mit, das ist ein Rechner und der kann in mehreren Zuständen gleichzeitig sein und so, dann kommt oft die Frage, sind das Quantencomputer? Und ich glaube, irgendwo erwähne ich sogar die Komplexitätskategorie für das, was ein Quantencomputer in polynomialer Zeit machen kann. Aber das ist kein Quantencomputer. Also das ist ein
ein Modell, das auch irgendwo in diesem Raum steht, das sehr wichtig ist in der Komplexitätstheorie, aber verschieden von nicht-deterministischen Turing-Maschinen. So, dann hört man oft dieses Wort universelle Turing-Maschine. Und da, das ist so ein Kernding, der oft unklar ist in der Nomenklatur. Eine Turing-Maschine, wenn ich sage Turing-Maschine, dann meine ich nicht, dass das Gerät, dem ich dieses Regelwerk geben könnte, sondern wenn ich sage, es gibt eine Turing-Maschine, die das und das kann, meint man, es gibt so ein Regelwerk, so eine Tabelle, mit der ich dieses Problem lösen kann. Also mit die Turing-Maschine XY bezeichnet man ein Set für Regeln. Das heißt, das Wort Turing-Maschine steht oft für ein Programm und nicht für die Maschine, die auf diesem Programm läuft. Und die universelle Turing-Maschine ist eben jetzt ein Programm für eine Turing-Maschine, das in der Lage ist, alle anderen Turing-Maschinen auszuführen. Und das ist schon in Turings Original-Paper, schreibt eben genau darüber, dass es einer der Dinge ist, die so eine Turing-Maschine kann, dass ich eine Turing-Maschine bauen kann, die alle anderen Turing-Maschinen ausführt, und sowas heißt eine universelle Turing-Maschine. Und damit ist es quasi okay zu sagen, es gibt ein Regelwerk für eine Turing-Maschine und das ist mein Programm und ich kann ja das auch wirklich als Programm auf einer anderen, auf einer universellen Turing-Maschine ausführen, wenn ich das irgendeinem Grund tun muss. Die Komplexität wird interessanterweise nicht massiv größer, also aus n wird n mal log n. Aber wir machen uns hier keine Gedanken um konstante Faktoren. Also das heißt jetzt nicht, dass es automatisch, es ist sowieso nicht effizient, auf einer Turing-Maschine irgendwas zu machen, aber das heißt eben auch, es ist nicht aber das heißt quasi, wenn ich auf einer universellen Turing-Maschine eine andere simuliere, vielleicht wird es um einen Faktor 1000 langsamer, mal log n. Und den Faktor 1000, den sehen wir eben hier natürlich nicht, weil wir uns hier nur diese Landau-Symbole anschauen. So, was muss eine Turing-Maschine können, damit sie eine andere Turing-Maschine simulieren kann? Nichts Besonderes, also wenn sie nur die Symbole 0 und 1 hat, sowohl nur die Symbole 0 und 1 hat auf dem Tape, dann ist sie schon mächtig genug, um eine beliebige andere Turing-Maschine auszuführen. Es gibt so ein bisschen einen Kampf, und was heißt die kleinste universelle Turing-Maschine? Es gibt diese eine, die zwei States hat und drei Symbole, das ist eine universelle Turing-Maschine. Ich glaube nicht, dass es so ist, aber ich weiß es nicht, die hat man sich angeschaut. Die zwei States und drei Symbole hat aber die Einschränkung, dass das Tape initialisiert sein muss mit einer unendlichen Wiederholung von dem Programm quasi. Es gibt andere, die ein bisschen mehr Symbole oder mehr States brauchen, die solche Einschränkungen nicht haben. Also man sieht aber hier, man kann extrem kleine Turing-Maschinen bauen, die bereits universelle Turing-Maschinen sind und jede andere ausführen kann. Gut. Wir nähern uns dem interessanten Ding, dem Kern, warum ich anfange, hier von Komplexitätstheorie zu reden, wenn wir über Satzsolver und SMT-Solvern reden. Den unterschiedlichen Komplexitätsklassen für Turing-Maschinen. Also ich habe jetzt eine Turing-Maschine, die kann irgendwas, die kann, weiß ich nicht, Matrizen multiplizieren oder Schach spielen oder sonst was. Und ich überlege mir, um dieses Rechenproblem, das diese Turing-Maschine lösen soll, zu lösen, was für Ressourcen braucht die? Sowohl wie viel Zeit braucht sie, als auch wie viel Platz braucht sie. Und dazu gibt es einen Zoo von Komplexitätsklassen. Es gibt das Website Complexity Zoo, wo man die alle einsehen kann mit ihren Eigenschaften und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt nur die prominentesten hier rausgeholt und quasi so übereinander abgeordnet, aber es gibt viele, die zum Beispiel neben NP stehen. Und das heißt nicht, dass die automatisch immer in so eine Zwiebelschalenhierarchie passen, dass jede interessante Komplexitätsklasse automatisch von der nächstinteressanteren eingeschlossen wird. Kategorisiert werden die entweder nach dem Platz oder der Zeit, die sie brauchen. Also wenn wir hier von unten nach oben gehen, haben wir unten die Komplexitätsklasse L
Und die ist definiert über dSpace log n. Also den Platz, den die braucht, um das Problem zu lösen, auf einer deterministischen Turing-Maschine ist log n. Und da unten muss man genauer definieren, wie das ist mit der Eingabe und dem Arbeitsplatz, weil die Eingabe ist ja n groß, also die brauche ich ja zumindest irgendwas. Also wie soll ich in log n die n große Eingabe lösen? Und dann gibt es eben so Definitionen, die Eingabe ist auf einem eigenen Band und das Eingabeband ist read-only und dann habe ich ein anderes Band, auf dem ich auch schreiben kann und wie viel brauche ich auf dem Band, auf dem ich schreiben kann? Und dann brauche ich eben log n auf diesem zweiten Band. Und dann gibt es NL und die braucht auf einer nicht-deterministischen Turing-Maschine log n Platz. Ganz selten schaut man sich diese Klassen da unten an. Ich habe sie nur hingegeben, damit, also zumindest bei den Problemen, die wir uns anschauen. Es gibt wahrscheinlich Leute, die ihr Leben dem hier widmen. Aber ganz, wir schauen uns das hier unten an. Ich wollte es nur hingeben, weil oft P als diese unterste Klasse gezeigt wird. Und ich wollte zeigen, da ist auch was unter P. Es hört nicht auf bei P. P sind jetzt die Probleme, die man in polynomialer Zeit lösen kann. Praktisch alles, was man in Algorithmen lernt, ist P. Weil das die Algorithmen sind, wo man irgendwie was sinnvoll tun kann. Und dann kann man irgendwie sagen, dein Sortieralgorithmus sortiert in n Quadrat, aber meiner sortiert den n mal log n. Und das ist alles polynomiale Zeit auf einer deterministischen Turing-Maschine. Die Dinge, die man irgendwie sinnvoll tun kann. Ich habe so ein bisschen ein Problem mit dem, da sind die berechenbare Probleme. Weil wenn die Komplexität mal irgendwie ist, weiß ich nicht, n hoch 28, ja, das ist ein Polynom, aber es ist jetzt kein Polynom, dass ich da wirklich irgendwie eine 100-Bit-Eingabe hineinstecken möchte und warten möchte, bis das Ding fertig wird. In der Praxis ist es jedoch so, wenn man mal ein Polynom hat, findet man oft Dinge mit kleineren Polynomen, die es immer noch lösen. Also es scheint da, ich werde Beispiele zeigen dazu. Darüber ist die Komplexitätsklasse NP. Das ist die Komplexitätsklasse, eigentlich wegen der ich das alles hier erzähle. Das ist die Komplexitätsklasse der Probleme, die eine nicht-deterministische Turing-Maschine in polynomialer Zeit lösen kann. Und eine große Frage ist zum Beispiel, ein Ding, was eine nicht-deterministische Turing-Maschine in polynomialer Zeit lösen kann, kann man das auf einer deterministischen Turing-Maschine in polynomialer Zeit lösen? Wenn es irgendjemand weiß, dann wird er berühmt, weil das ist das große Kernproblem der Komplexitätstheorie, dass das nicht bekannt ist, ob diese beiden Klassen in Wirklichkeit die gleiche Klasse sind oder ob es tatsächlich Probleme gibt, die da drinnen sind, aber nicht hier. Wir wissen es nicht. Oft hört es dann hier auf und sagt, das sind die schweren Probleme. Aber es gibt natürlich Probleme, die sind viel, viel schwieriger als das. Es gibt die P-Space-Probleme. Das sind Probleme, die auf einer deterministischen Turing-Maschine polynomial Zeit brauchen. Möglicherweise brauchen sie exponentiell viel polynomial Space brauchen. Möglicherweise brauchen sie exponentiell viel Zeit. Also das ist keine Grenze darauf, wie viel Zeit sie brauchen. Aber im Platz sind sie auf jeden Fall polynomial beschränkt. Und man kann, also man weiß nicht, wie man eine nicht-deterministische Turing-Maschine auf einer deterministischen in der polynomialen Zeit simuliert, aber wir wissen, wie man es macht, sodass es nur einen polynomialen Platz-Overhead gibt und darum gibt es keine Klasse NP-Space. Weil wir wissen, das ist gleich. Wenn ich ein Problem nicht-deterministisch in P-Space lösen kann, dann kann ich es auch deterministisch in polynomialen Platz lösen. Aber es gibt darüber weiter. Es gibt zum Beispiel Probleme, die nicht mehr durch den Platz polynomial beschränkt sind, aber zumindest noch in der Zeit exponentiell. Und dann gibt es die nicht-deterministischen, die in der Zeit exponentiell sind. Und dann gibt es natürlich X-Space. Und dann gibt es darüber X2-Time, wo ich dann nicht, weiß nicht, 2 hoch n habe, sondern 2 hoch 2 hoch n zum Beispiel. Also es ist... Da oben ist viel Platz für Probleme, die niemand ernsthaft sich anschauen möchte. Oft wird quasi dieser Teil hier gezeigt. Dann sagt man, schwere Probleme, leichte Probleme. Aber die Wahrheit ist natürlich eine andere. Also, ich habe gesagt, wir wissen nicht, ob die gleich sind. Wir wissen auch nicht, ob die gleich sind. Wir wissen nicht, ob die gleich sind. In der Liste, das Einzige, was wir wissen, ist, dass es Probleme gibt, die polynomial Platz brauchen
und die ganz sicher eine nicht-deterministische Turing-Maschine nicht den logarithmischen Platz lösen kann. Und ebenso gibt es, wir wissen, Probleme, die sicher nicht in polynomialer Zeit lösbar sind. Also diese beiden Klassen sind auch voneinander verschieden. Das sind relativ schwache Dinge, die wir hier wissen. Und es ist kein ich weiß es nicht, sondern niemand weiß es. Die gesamte Komplexitätstheorie ist eigentlich voll davon, dass man sinnvolle Namen und Definitionen findet für all die Dinge, die man nicht weiß. Möglicherweise in 100 Jahren ist das Feld ganz anders. Aber im Augenblick ist das im Wesentlichen der Kern von der Komplexitätstheorie. Wir kategorisieren all die Dinge, die wir nicht wissen. Also noch einmal zusammenfassend, diese wichtigsten Klassen, die wir uns näher anschauen werden. Pi ist deterministische Zeit polynomial, NP ist nicht deterministisch polynomiale Zeit, QNP genauso. Da war ich noch nicht sicher, ob man dann QN-Time oder so schreibt, ich habe nichts gefunden, also habe ich das weggelassen. Und die P-Space-Probleme, die sind eben deterministisch in P-Space und, das ist ein wichtiger Punkt, eine alternierende Turing-Maschine kann die in polynomialer Zeit lösen. Also eine nur nicht-deterministische oder co-nicht-deterministische nicht, aber eine alternierende, wo ich an jedem Schritt mir entscheiden kann, mache ich jetzt ein AND oder ein OR, die kann alles, was ich in P-Space lösen kann, in polynomialer Zeit lösen. Und das wäre cool, wenn wir so eine alternierende Turing-Maschine bauen können, weil diese Probleme sind wichtig und interessant. So. Gut, also jetzt haben wir das gemacht, wir haben den Dingen Namen gegeben, die wir nicht wissen und so. Kommen wir zu, was können wir jetzt analysieren, was können wir herausfinden? Wenn wir irgendein System haben, was können wir darüber sagen? Schauen wir uns mal an, was ich mit State Machines machen kann. State Machines sind nämlich super easy. State Machines sind abgeschlossen unter so ziemlich allem, worüber man fragen kann, ist es darunter abgeschlossen. Also wenn ich eine State Machine mache und ich möchte das Komplement bilden, eine andere Maschine, ich weiß, dass es eine State Machine ist, aber eine andere Maschine, die quasi jede Eingabe akzeptiert, die erste rejected und umgekehrt. Und weil das darunter abgeschlossen ist, ist das Komplement wieder eine State Machine. Ähnlich mit Union, mit Intersection, mit Concatenation. Zuerst muss das stehen und dann muss der Text stehen. All diese Dinge sind Dinge, unter denen die FSMs abgeschlossen sind und damit kann ich anfangen, ganz tolle Analysen zu machen. Und da habe ich ein Beispiel. Sagen wir, wir haben zwei FSMs, A und B. Und ich behaupte jetzt, meine FSM B akzeptiert alles, was meine FSM A akzeptiert. Also, können quasi sagen, aus A folgt B und damit ist gemeint, wenn ich eine Eingabe habe und A akzeptiert sie, dann folgt daraus, B muss sie auch akzeptieren. Vielleicht akzeptiert B Sachen, die A nicht akzeptiert. Aber alles, was A akzeptiert, muss von B akzeptiert werden. Und wenn ich das hier... in einer Minute sage ich, warum ich hier negiere. Ich drehe das Problem um. Ich sage quasi, ich will eine FSM bauen, die alle Eingaben akzeptiert, für die nicht gilt aus A akzeptiert sie, folgt B, akzeptiert sie. Oder wenn man die Implikation, ich tue mir noch immer schwierig mit der Also ich wandle die Implikation um, mit dem Not auch gleich, und dann tue ich die Nots und die Ors, und dann komme ich eben auf A und nicht B. Also ich möchte eine FSM machen, die alles akzeptiert, das von A akzeptiert wird und von B nicht. Und das ist quasi genau das Gegenteil von hier. Wenn ich quasi dann eine Eingabe habe, die wird von A akzeptiert und von B nicht, dann weiß ich, das war falsch. Und ich kann diese FSM bauen, weil ich kann Komplement bilden und ich kann Intersections bilden. Also das End ist ja nur die Intersection zwischen diesen FSMs. Das heißt, ich habe eine neue FSM. Die kann ich minimieren, weil ich kann FSMs minimieren. Und dann kann ich mir anschauen, akzeptiert die irgendwas? Wenn diese FSM nichts akzeptiert, dann weiß ich, das war wahr. Wenn diese FSM irgendwas akzeptiert, dann kann ich sagen, was immer das ist, was diese FSM akzeptiert,
ist ein Beispiel, das zeigt, dass das falsch ist. Und wegen dem Bezug zwischen State Machines und Grammatiken kann ich das in eine lineare Grammatik umwandeln, die alle Beispiele erzeugt, die zeigen, dass diese Aussage hier falsch ist. Das ist awesome. Wir wollen genau auf diese Art und Weise Probleme untersuchen können. Das wäre cool, wenn wir eine Turing-Maschine hätten, die quasi irgendwas macht. Und jetzt fangen wir an, diese Turing-Maschine zu untersuchen und sagen, okay, mach mir automatisch eine Turing-Maschine, die alles akzeptiert, was die rejected, aber die andere akzeptiert oder was auch immer. Bad News. Wir können all das nicht machen. Es gibt ein Theorem, Rice's Theorem, und das sagt literally, jede nicht-triviale Fragestellung über Turing-Maschinen ist unentscheidbar. Und er hat halt eine genauere Definition, was nicht trivial heißt, aber es ist quasi, also ich kann zählen, wie viele States eine Turing-Maschine hat. Ich kann eine Turing-Maschine simulieren. Das sind die Sachen, die nicht trivial sind. Alles, was quasi irgendwie ein bisschen darüber hinausgeht, ist im Allgemeinen eine nicht entscheidbare Fragestellung. Das heißt nicht, dass es nicht im Speziellen nicht anders wäre. Nicht? Ich könnte zum Beispiel sagen, ist diese Theorie, diese Turing-Maschine eine, die irgendwann mal stehen bleibt. Und vielleicht ist es eine Turing-Maschine, die hat einen einzelnen State, das ist ein Start-State und das ist ein akzeptierender Start-State. Offensichtlich bleibt es stehen. Für manche Turing-Maschinen kann ich diese Fragen beantworten. Aber ich kann keinen Algorithmus machen, der allgemein Turing-Maschinen nimmt und immer diese Frage beantworten kann. Es wird immer Turing-Maschinen geben, wo der Algorithmus dann sagen muss, über diese Art von Turing-Maschine kann ich leider keine Aussage treffen. Also das ist ein bisschen frustrierend. Wir wissen nicht, wie ich schon vorher gesagt habe, ob diese Komplexitätsklassen die gleichen sind. Es könnte sein, wir treiben einen unglaublichen Aufwand und Probleme, von denen wir wissen, dass sie da sind, in manchen Fällen schneller zu berechnen und so. Theoretisch könnte es sein, dass es alles die gleiche Komplexitätsklasse ist. Vielleicht beweist das morgen einer. Aber wenn ich ein praktisches Problem löse und ich habe herausgefunden, das Problem, das ich versuche zu lösen, ist das, dann gebe ich mich nicht der Illusion hin, zu sagen, ich werde heute das Kernproblem der Komplexitätstheorie lösen, sondern ich gehe mal davon aus, das sind verschiedene Klassen und ich kann halt nichts tun. Das ist ein bisschen ein pragmatischer Ansatz, aber sicherlich einer, der einem der Lösung des eigenen Problems näher bringt, ohne dass man jetzt zunächst einmal die Probleme aus einem anderen wissenschaftlichen Bereich lösen muss. Aber was wir machen können, wir können beweisen, dass die Komplexität von einem Problem an diesem Problem hier dranhängt, ob die gleich sind. Ich kann quasi sagen, ich kann beweisen, dass dieses Problem so schwierig ist wie die schwierigsten Probleme in P-Space. Damit habe ich immer noch nicht bewiesen, dass ich das Problem nicht vielleicht doch in polynomialer Zeit lösen kann. Aber ich habe bewiesen, wenn man dieses Problem in polynomialer Zeit lösen könnte, könnte man alle Probleme in P-Space in polynomialer Zeit lösen. Und dann sage ich zumindest, das ist above my pay grade und gehe mal davon aus, es wird schwierig sein, das hier zu tun. Gut, also das ist das Kernproblem, an dem wir jetzt nageln, dass wir Probleme beschreiben werden, die da oben sind, größer als P, und mit denen irgendwas machen wollen. Wir wollen das analysieren. Wir werden sehen, das geht erstaunlich gut, wenn man nicht diesen Anspruch stellt, wir wollen das universell machen. Wir wollen was machen, was immer und garantiert für jede Eingabe, Worst Case, 2 Minuten braucht. Gut, also wir haben hier quasi so ein Venn-Diagramm von diesen Komplexitätsklassen und wir haben P und das ist beinhaltet in NP, weil offensichtlich, was eine nicht-deterministische Turing-Maschine in polynomialer Zeit machen, also was eine deterministische in polynomialer Zeit kann, kann auch eine nicht-deterministische in polynomialer Zeit. Und dann gibt es X-Time und dann gibt es darüber noch irgendwas anderes. Und jetzt gibt es Probleme, die nennt man NP-hard. Und es gibt Probleme, die nennt man NP-vollständig. Und NP-hard, vielleicht nehme ich da eine andere Farbe. So. NP-hard wäre dann zum Beispiel dieses Segment, diese Probleme, die alle da drinnen wären. Noch sieht man nichts. Also NP-hard wären quasi manche Probleme in NP
manche Probleme in X-Prime, manche Probleme, die sogar noch schwieriger sind als das, aber was diese Probleme alle gemeinsam haben, ist, dass man jedes Problem in NP auf die Probleme da drinnen reduzieren kann. Also wenn ich zum Beispiel irgendein Problem daher nehme und ich könnte irgendeines dieser Probleme in polynomialer Zeit lösen, dann hätte ich damit gezeigt, dass man ganz NP in polynomialer Zeit lösen kann, weil jedes Problem hier kann man auf die Probleme hier drinnen reduzieren. Das sind die NP-harten Probleme. Das Problem ist, mit dem in dieser Richtung habe ich nicht gezeigt, wie schwierig dieses Problem ist. Ich habe nur gezeigt, dass es mindestens so schwierig sein muss wie jedes Problem in NP, weil ich kann ja jedes Problem in NP darauf reduzieren. Das sind die NP-harten Probleme. Ich persönlich habe ein bisschen ein Problem mit dem Wort NP-hart, nicht wegen dem, was es bedeutet oder so, sondern von der Art und Weise, wie es im Alltag verwendet wird. Oder zumindest, wie das sehr lange Zeit war. Also wenn, weiß ich nicht, vor 10 Jahren, wenn jemand die Aufgabe bekommen hat, irgendein Problem zu lösen, und dann kommt er eine Stunde später und sagt, ich habe gerade festgestellt, das Problem ist NP-hart, dann meint er damit, ich brauche mich nicht damit beschäftigen, weil man kann es sowieso nicht effizient machen. Es ist mindestens so schwer wie alle Probleme in NP und die sind schon so schwer, dass man nichts machen kann. Interessanter ist es zu sagen, ein Problem ist NP vollständig. Dann heißt das nämlich nicht nur, dass man alle Probleme in NP auf dieses Problem reduzieren kann, sondern auch, dass das Problem selber in NP liegt. Und dann wäre es quasi das hier. Das sind die NP-vollständigen Probleme. Und das ist eine viel, viel interessantere Kategorie. Also das ist so mein persönlicher Eindruck. Wenn jemand sagt NP-hart, dann meint er damit, das ist so schwer, was soll ich mich damit beschäftigen? Während wenn jemand sagt, das ist NP-vollständig, dann kann das alles Mögliche heißen. Und ehrlich gesagt, mit SAT-Solvern und SMT-Solvern heutzutage, wenn ein Problem NP-vollständig ist, dann steht man schon ziemlich gut da. Da gibt es Möglichkeiten, zumindest den Fall, mit dem es konkret zu tun hat, das, wozu man dieses Problem lösen möchte, dass das funktioniert mit diesen Solvern. Während wenn jemand sagt, das ist NP-hart, vielleicht ist es irgendwo da draußen und das ist wirklich viel, viel zu schwierig, um etwas Sinnvolles zu tun. Es gibt ähnliche Definitionen für P vollständig. Niemand sagt P-hart. Also ich nehme an, theoretisch könnte man sagen, ein Problem, das mindestens so hart ist wie alle Probleme in P, ist ein P-hartes Problem. Aber kommt nicht wirklich vor. Aber es gibt P vollständig und so weiter und so fort mit ähnlichen Definitionen. Ein wichtiger Punkt ist, was heißt es in diesem Fall, das Problem zu reduzieren? Weil dann habe ich ja quasi zwei Schritte. Sagen wir, ich will ein Problem hier, aber ein Problem hier reduzieren. Dann werde ich, um dieses Problem zu lösen, zwei Sachen machen. Ich werde die Instanz von diesem Problem in eine Instanz von diesem Problem umwandeln und dann werde ich das Problem hier lösen. Um das Problem hier zu lösen, brauche ich etwas, was NP-komplex ist. Die Frage ist, wie aufwendig darf es sein, diese Umwandlung zu machen? Nicht, wenn die beliebig kompliziert ist, dann mache ich eine Umwandlung, die ist irgendwo da draußen, löst die das Problem und das Problem, auf das ich es reduziert habe, ist sag akzeptier oder sag reject. Und dann wäre quasi jedes Problem irgendwie da ganz in der Mitte, das einfachste Ding, was es geht. Ich kann alles in einer State-Machine machen, ich muss nur genügend komplex reduzieren. Um das zu vermeiden, ist immer definiert, was ist die... Na, kann man sogar erkennen. Gut, also es ist immer dabei quasi, wie aufwendig darf diese Reduktion sein. Und die ist immer sinnvoll definiert. Also bei einem NP-harten Problem darf die Reduktion deterministisch-polynomial sein. Und wenn ich quasi in deterministisch-polynomial diese Umwandlung machen kann, von dem einen Problem ins andere, dann nennt man das andere Problem NP-hart, wenn das mit allen Problemen in NP funktioniert. Und natürlich geht man in der Praxis nicht her und nimmt sich alle Probleme in NP und zeigt, dass man die alle umwandeln kann, sondern man nimmt ein Problem, von dem man schon weiß, dass es NP vollständig ist, wo man quasi schon weiß, man kann alle Probleme in das umwandeln und wenn man dann dieses Problem in das eigene Problem umwandeln kann, dann heißt das, man kann alle Probleme in dieses eigene Problem umwandeln und damit hat man gezeigt, dass das eben diese Härte hat, NP-hart ist. Gut, P-Space Complete zum Beispiel
ist genauso die Reduktion in polynomialer Zeit. Warum? Weil wir in dieser Hierarchie ja gar nicht wissen, vielleicht ist alles sowieso polynomial. Also, weil sonst kommt später jemand und beweist, dass quasi p gleich np heißt, aber wir haben dass p-Space np ist, aber wir haben den Fehler gemacht, bei p-Space-Reduktionen in np zuzulassen, und dann brauchen wir eine neue Definition, und die Kategorie macht keinen Sinn mehr. Furchtbar, also ist man da konservativ. So, das ist jetzt der Endspurt von dem theoretischen Teil. Ich möchte kurz über diese Probleme, die ich hier auf das Slide habe, drüber gehen. Und für zwei von den Problemen, nämlich SAT und BQF, habe ich dann noch zwei weitere Slides danach, wo ich ein bisschen mehr erkläre, was es ist. Und dann kommt der Slide, wo diese Abstände gefüllt sind mit all den Informationen, wie komplex welches Problem ist. Aber ich habe mir gedacht, wir machen das so ein bisschen in dieser Form, damit jeder für sich mitdenken kann und sich jetzt überlegen kann, was glaubt jeder für sich, wie schwierig ist welches dieser Probleme, und dann schauen wir nachher, ob das quasi zutrifft, was man sich so gedacht hat, in Intuition. Also das erste wäre Minimieren einer deterministischen FSM. Also ich habe eine FSM gegeben und ich möchte es in eine andere FSM umwandeln, die das gleiche tut, aber die minimale Anzahl von States hat. Das ist das Problem. Und natürlich das gleiche auch für nicht deterministische FSMs. Bietet sich irgendwie an, wenn man das eine Ding kann, dass man dann auch das andere macht. So, dann nächstes Problem wäre generalisiertes Schach. Das heißt, generalisiertes Schach ist, Schach passt in diese Kategorie nicht hinein. Weil was ist mein N? Also, da geht es ja immer darum, wenn ich quasi die Eingangsgröße größer mache, Schach ist 8x8 Felder, da habe ich kein N, an dem ich drehen kann, aber ich kann Schach generalisieren. Also ich nehme quasi die Schachregeln, ich werfe die Apasor-Regel weg, ich werfe die Rochade weg, ich werfe die 50-Zug-Regel weg, ich mache ein beliebig großes Brett und ich sage quasi hier, ich zeige dir eine Stellung, vielleicht ein 100x100 Brett, bei dem der eine 1000 Damen hat und der andere 1000 Damen hat, die irgendwie stehen, und die Frage ist, weiß ist am Zug, beide spielen perfekt, gewinnt weiß. Das ist das Entscheidungsproblem, was wir hier lösen wollen. Das ist generalisiertes Schach. Da sitzt man schon eine Zeit lang, glaube ich, um sowas zu programmieren. Schauen wir das nächste an. Entscheiden, ob zwei reguläre Ausdrücke äquivalent sind, aber, und das ist wichtig, man darf sich jetzt hier nicht vom Wort regulären Ausdruck fehlleiten lassen, da kommt das Quadrat vor in dem Fall. Und das Quadrat kann ich nicht mit FSMs machen. Also ich habe quasi die Concatenation, einfach erster Text und zweiter Text als Rechtecksoperator. Das ist, glaube ich, noch easy. Ich habe die Alternative, dass ich sage, entweder ist dieser Text oder dieser Text der. Ich habe den Cleestar, dass ich sage, der Ausdruck davor wird jetzt n-mal, oder die Expression davor wird beliebig oft wiederholt. Und ich habe das Quadrat, das heißt, was immer das A gematcht hat, muss jetzt ein zweites Mal kommen. Und wir interessieren uns aber nicht dafür, diese Art von Regular Expressions zu implementieren, sondern ich gebe euch zwei Regular Expressions und sage, matchen die den gleichen Text? Oder gibt es irgendeinen Text, der von dem einen akzeptiert wird und vom anderen rejected? Das ist dieses Entscheidungsproblem. Gut, das nächste ist das Boolean Satisfiability Problem. Das ist das Problem, das die SAT-Solver lösen werden. Also das kann man schon vermuten, das wird für uns ein wichtiges Problem sein. Und darum habe ich natürlich eine eigene Slide, nur dafür. Das SAT-Problem schaut so aus, ich gebe euch einen Boolschen Ausdruck, wo halt Wahrheitsvariablen vorkommen können und dann halt und not und xor und weiß der Geier was, also alle Boolschen Operatoren. Das ist ein großer Ausdruck, der dann eben wahr oder falsch ist. Und ich frage, gibt es eine Belegung für die ganzen Variablen, die vorkommen, so dass das Ergebnis wahr ist? Das ist das SAT-Problem. Und meistens wird das SAT-Problem nicht in dieser Form gestellt, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, dass ich sage, ich gebe einen beliebigen Ausdruck und so weiter und so fort, sondern das wird gemacht über eine CNF, die in
dem Fall interessanterweise manchmal die kommutative Normalform genannt wird, aber manchmal auch die Clausen-Normalform. Also wenn jemand liest Clausen-Normalform, damit ist gemeint CNF, aber es geht um Satzsolver. Niemand verwendet das Clausen-Normalform als Expansion für CNF aus einem anderen Bereich, soweit ich weiß. Es ist immer noch eine kommutative Normalform. Also ich habe eine Konjunktion von Disjunktionen, nur dass jeder dieser Disjunktionen heißt dann eine Klausel. Und die sind alle und verknüpft, das heißt, der Solver versucht, Belegungen für die Wahrheitsvariablen zu finden, sodass alle Klauseln erfüllt sind. Das ist die Art und Weise, wie man dann als Satzsolver sozusagen denkt. Das heißt, er schaut sich zum Beispiel die in der Mitte an und sagt, naja, wenn ich E auf Not setze, auf Voll setze zum Beispiel, dann wäre die Klausel erfüllt, kann ich die Klausel mal wegwerfen und dann muss ich mal schauen, was passiert noch. Hier fällt das E raus, weil es ist ja dann falsch. Das heißt, ich weiß, C muss auch falsch sein, weil sonst wäre diese Klausel nicht erfüllt und ich kann weitermachen und dann ist hier C falsch, aber ich habe dann A und B frei, dass ich die auf einen Wert setze. Also hier hätte ich zum Beispiel mit einer richtigen Belegung angefangen, sodass ich das am Schluss lösen könnte. Was die SAT-Solver, die dieses Problem versuchen zu lösen, in der Regel machen, ist, dass die genau das tun. Die probieren irgendwas aus und wenn es fehlschlägt, machen sie Backtracking und, das ist der wichtige Punkt, sie lernen, wenn es fehlschlägt, etwas über dieses Set. Sie bauen eine zusätzliche Klausel ein, die verhindert, dass sie das nächste Mal den ganzen Baum nochmal machen, bis zu dem Punkt, wo sie fehlschlagen sind und viel, viel früher fehlschlagen. Das ist die Grundidee von dem, was ein Satzsolver tut. Normalerweise wäre die Umwandlung von einem beliebigen prädikatenlogischen Ausdruck in eine CNF exponentiell aufwendig, weil wir uns normalerweise äquivalente Formeln anschauen. Das heißt, das erste wäre eine Formel in ABCD, das ist das zweite auch eine Formel in ABCD. Was wir aber hier machen, wenn wir diese Umwandlung nach CNF machen, wir machen equi-satisfiable, equi-erfüllbar, weiß nicht, was das deutsche Wort ist. Wir machen eine equi-erfüllbare Umformel. Das heißt, wir nehmen einen Ausdruck, zum Beispiel in den Wahrheitsvariablen ABCD, und wandeln den um in einen Ausdruck mit den Wahrheitsvariablen ABCD XYZ. XYZ sind neu, die haben keine Bedeutung in der ursprünglichen Form, aber der neue Ausdruck ist dann und nur dann erfüllbar, wenn der alte auch erfüllbar ist. Wir haben halt ein paar zusätzliche Variablen. Und über diese paar zusätzlichen Variablen kann man das schaffen, dass das hier nicht exponentiell explodiert, sondern ein linearer Prozess ist. Und dann gibt es natürlich alle möglichen Varianten von dem. Es gibt das Dreisat-Problem zum Beispiel, wo ich sage, die Klauseln haben maximale drei Literale drinnen. Und da kann man sich dann rumspielen, dass man versucht, ein Problem, das irgendwie größer ist als Dreisat, in Dreisat umwandeln, da kommt man drauf, das kann man relativ schön und einfach tun. Also das ist keine echte Einschränkung. Und je nachdem, wie der Solver geschrieben ist, manche Solver sind echte Dreisat-Solver, weil es halt einfach ist, die Datenstrukturen zu verwalten, wenn ich weiß, jede Klausel exakt drei Literale und andere haben halt beliebig lange Klauseln. Gut, also das ist das SAT-Problem und die Frage ist, wie schwierig ist das SAT-Problem? Das nächste in unserer Liste wäre das BQF-Problem, das Boolean Quantified Formula-Problem. Das ist im Wesentlichen genauso wie das SAT-Problem, nur dass das SAT-Problem eine reine Frage nach der Existenz von Werten sind. Ich sage quasi, existiert ein A, existiert ein B, existiert ein C, existiert ein D, sodass die Formel erfüllbar ist. Beim QBF-Problem kann ich Existenzoperatoren haben, genauso wie Alquantor-Operatoren. Ich kann sagen, existiert ein A, sodass für alle B ein C existiert, sodass für alle D die Formel erfüllbar sind. Und solange ich rein eine Liste von Existenzoperatoren habe, ist die Reihenfolge zum Beispiel irrelevant. Wenn ich anfange, die Quantifier abzuwechseln, dann ist das schon wichtig. Also dann kann ich auch nicht einfach sagen, ich tue alle Allquantoren in die eine nach oben sortieren und alle Existenzoperatoren nach unten sortieren, weil das wäre eine andere Aussage. Das heißt,
Von der Eingabe schaut das so ähnlich aus wie das SAT-Problem, nur dass ich halt dann zusätzlich noch habe, in welcher Reihenfolge kommen die Literale vor, die Variablen, und welche von denen sind Existenz und welche von denen sind Allquantoren. Wenn ich das lösen kann, das ist das, dann kann ich das QBF-Problem lösen. So, ein paar weitere habe ich noch. Wir haben den LZW-Kompressionsalgorithmus. Wie macht man den als Entscheidungsproblem? Man sagt, ich gebe dir zwei Texte, einen String S und einen String T, und der LZW-Algorithmus, der erzeugt dir ein Alphabet, während er läuft, und ich frage, wenn ich S komprimiere, habe ich am Schluss T in diesem Dictionary, das du gebaut hast. Und dann habe ich ein Entscheidungsproblem über den LZW-Algorithmus, wo ich sagen kann, ja oder nein. Dann, ich gebe dir ein Integer, das ist eine Primzahl, das ist auch ein Entscheidungsproblem natürlich. Das ist ein schönes Problem. Ich habe ein Set von Zahlen, von Integern, und gebe dir ein Intervall. Und ich sage irgendwie, gibt es irgendein Subset, sodass die Summe zwischen 10 und 15 ist zum Beispiel. Das ist dieses Problem hier. Ja, und hier rechts haben wir dann noch ein paar Dinge, die so ein bisschen klassische algorithmische Sachen sind. Sortieren von Sachen, einen Heap bauen, also dieses, wo das Top-Element immer größer ist, das alle Kind-Elemente. Linear Programming, also ich habe eine Liste von linearen Ungleichungen und versuche herauszufinden, welche Werte für meine Variablen diese linearen Ungleichungen erfüllen, sodass eine gewisse Metrik minimal oder maximal wird. Und dann ganz, ganz viele Programme haben das in ihrem Kern, als das, was die Geschwindigkeit bestimmt, multiplizieren von zwei Matrizen. So, das sind die Probleme. Hat jeder irgendwie im Kopf eine Vorstellung von jedem Problem, was er glaubt? Ist es schwierig, ist es leicht, was ist schwierig, was ein anderes? So, schauen wir. Gut, das ist die letzte Folie, dann kommt der Break. Also, Minimieren einer deterministischen FSM ist super easy. Ist n mal log n oder k mal n mal log n. K ist dann, wie viele Symbole in der Eingabe sind. Aber oft schaut man sich welche an, die einfach nur auf binär arbeiten. Da sagt man immer 1 und 0 sind die beiden Symbole. Dann wäre das 2, wir ignorieren Konstanten, dann ist n mal log n. Also das ist super easy. Nicht deterministische SMMs ist P-Space, das andere Ende von dem, wo wir gesagt haben, das sind die Probleme, wo es überhaupt Sinn macht, darüber nachzudenken, wie man die lösen kann. Aber nicht P-Space Complete. Zumindest habe ich nichts gefunden, dass es P-Space Complete wäre. Das heißt, der beste Algorithmus, der als bekannt ist, ist in P-Space. Vielleicht hat es irgendjemand bewiesen, aber ich habe es nicht gefunden. Das kann natürlich gut sein. Ja, generalisiertes Chess. Wie vielleicht zu erwarten war, das ist ein hartes Problem. Aber es ist jetzt nicht super hart als Problem. Es ist exp-time complete. Also auf der Skala, die wir gemacht haben, war es noch in der Skala vorhanden. Bei Spielen ist es generell so, wenn die Anzahl der Züge, die möglich sind, polynomial ist zu der Größe von einem Spielfeld oder zur Größe der Eingabe, dann ist es in der Regel P-Space complete. Und, weiß ich nicht, Tic-Tac-Toe wäre sowas. Tic-Tac-Toe ist ein einfaches Spiel, aber ich kann Tic-Tac-Toe generalisieren, dann habe ich wieder was, wo ich sage, wenn das n größer wird, sage ich ein großes Spielfeld, was auch immer, und dann kommt sowas raus wie Goban, wo man 5 in einer Reihe legen muss und so. Und das sind harte Spiele, aber bei jedem Zug, den ich mache, belege ich ein Feld am Spielfeld. Also ich kann nicht mehr Züge haben als linear von der Anzahl der Spielfelder und dann bin ich P-Space complete. Ich habe so eine alternierende Turing-Maschine, die quasi sagt, ich suche den besten Zug für mich, sodass für alle Züge, die der Gegner macht, mein bester Zug, und da kommt dann eben dieses abwechselnde inhärent. Gut, aber wenn ich die 50-Zug-Regel rausnehme, dass man sagt, eine andere Figur muss geschlagen werden innerhalb von 50 Zügen, dann habe ich diese Einschränkung nicht mehr beim Chess, dann ist die Anzahl der möglichen Züge, die das Spiel dauern kann, exponentiell zu der Größe von dem Brett und ich bin exp-time-complete. Ich weiß nicht, ob das jemand praktisch gemacht hat, dass er ein Programm geschrieben hat,
dem ich ein beliebiges Exp-Time-Problem gibt und der spuckt eine Schachstellung aus. Aber zumindest hat jemand bewiesen, dass es gehen würde. Die regular expressions sind stärker als das. Zwei solcher regular expressions matchen ist eines der schwierigsten Probleme, die man sich vorstellen kann. Das ist exp-space-complete. Also wir haben exp-time, dann haben wir n-exp-time und dann haben wir exp-space. Und regular expressions, die dieses Querring drin haben, auf Gleichheit prüfen, ist exp-space-complete. Wenn ich den Clear-Operator rausnehme, ist es nur noch n-exp-time-complete. Ich glaube, das ist das schwierigste Problem auf dem ganzen Ding hier. Das Subproblem, wie man sich vielleicht gedacht hat, ist NP-complete. Das ist das NP-vollständige Problem. Und darum ist es interessant für uns, weil es heißt, wenn ich irgendein Problem habe und ich weiß, es ist in NP, dann kann ich sagen, ein Satzsolver kann es lösen. Ich kann zwar nicht sagen, wie schnell er sein wird, aber möglicherweise ist er deutlich schneller, als was mein bester Versuch sein wird, das Problem händisch zu lösen mit einem handgestrickten Algorithmus. Und das Boolean Quantified Formula Problem ist P-Space Complete, weil wir durch dieses Alternieren von Existenz, Alquanto, Existenz eben auf eine alternierende Turing-Maschine kommen, als Modell, die das in polynomialer Zeit machen kann. Das Beispiel mit dem LZW-Algorithmus ist P-Complete. Und das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, warum man zeigen möchte, dass ein Algorithmus P-Complete ist. Also zumindest traditionell habe ich gesagt, man zeigt, ein Algorithmus ist irgendwie in NP, damit man es nicht tun muss. Und ein Algorithmus ist in, man zeigt, ein Algorithmus ist P-complete, damit man ihn nicht parallelisieren muss. Weil es gibt eine Komplexitätsklasse namens NC. NC heißt Nix-Class. Also es hat jetzt nichts zu tun mit nicht-deterministisch oder so. Der Typ heißt so und andere Leute haben das dann nach ihm benannt. Das ist die Klasse der Probleme, die ich parallelisiert in polylogarithmischer Zeit lösen kann. Und polylogarithmischer Zeit heißt, ich gebe dir polynomial viele Rechner und du musst einen Algorithmus finden, wie du es dann in logarithmischer Time lösen kannst, also n log n. Und polynomiale viele Rechner ist heftig. Ja? Wir haben irgendwie, weiß ich nicht, komprimiere einen String, der 100 Bit groß ist und dann könnte ich sagen, naja, ich gebe dir irgendwie 100 hoch 28 viele Rechner. Finde eine Zeit, der es in n mal n löst. N mal log n. Und das geht nicht. Das geht nicht, weil es ist p-complete. Es ist und wenn was p-complete ist, ist es außerhalb von nc. Also hier geht es nicht darum zu zeigen, oh, das Problem ist so super schwierig, sondern es ist so super nicht parallelisierbar. Es hat irgendwas Sequenzielles drin. So, testen, ob ein Integer prime ist in p. Wer hat das gedacht? Das ist ein polynomialer Algorithmus. Wir haben keine Ahnung, wo man in polynomialer Zeit faktorieren kann. Das heißt, das ist jetzt das Beispiel, wo es verschieden ist, so ich mache das Entscheidungsproblem oder ich mache das Funktionsproblem, wo ich sage, das sind die Teiler. Lange Zeit hat man geglaubt, Primzahlentest ist nicht in P. Und 2002 gab es einen Algorithmus und das Paper mit dem genialen Namen Prime is P. Das zeigt, dass man das machen kann. Die erste Variante war irgendwie n hoch 12 oder irgendwie sowas, aber polynomial. Und inzwischen ist der Algorithmus auch schon verbessert worden und das geht inzwischen besser. Früher hat man gedacht, er ist nicht in P. Man hat gewusst, er ist ein NP und er ist ein Co-NP, weil ich kann faktorieren in NP und ich kann faktorieren in Co-NP. Ich kann faktorieren in BQP, das ist die Bounded Quantum Polynomial Time, also Bounded Error. Das heißt, ich habe einen Quantenalgorithmus, der mir mit einem begrenzten Fehler, meistens tut man einfach ein Drittel angeben als Fehlerwahrscheinlichkeit, weil wenn es kleiner ist als ein halb kleiner irgendein Epsilon, dann kann man es pumpen über Quantenfehlerkorrektur und kann beliebig klein machen und normalerweise sagt man ein Drittel und da gibt es eben den Shor-Algorithmus, der kann faktorieren. Also können wir damit sicherlich die Primzahlentests machen. Und es gibt BPP, das ist Bounded Error Probabilistic Polynomial Time. Wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Applied Cryptography aufschlägt, da steht drinnen, wie finde ich eine große Primzahl, wir brauchen das für RSA. Und da steht dort, man kann nicht checken, ob eine Primzahl prim ist in polynomialer Zeit.
ist vor dem geschrieben. Aber es geht mit probabilistischen Algorithmen, wo ich quasi eine Zahl hineinstecke, eine zufällige, und jedes Mal kriege ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit von der Antwort, diese Fehlerwahrscheinlichkeit von der Antwort, und sagt ja oder falsch. Und wenn er quasi sagt, ist prim, und beim zweiten Mal mit anderen Zufallszahlen und dem gleichen Zahl, sagt er wieder, es ist eine Primzahl und so weiter und so fort. Ich mache das 1000 Mal, dann kann ich praktisch sicher sein, dass es eine Primzahl ist. Und es ist quasi auch dort drin. Aber jetzt wissen wir, es ist ein P, und P ist in all denen enthalten. Also das ist, finde ich, ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, dass diese Annahme, das wird schon alles verschieden sein, das muss nicht so sein. Vielleicht sind wir einfach nur zu dumm bis jetzt. Und in 100 Jahren werden alle Informatiker über die Leute in der Gegenwart lachen und sagen, wir haben dir das damals nicht gesehen. Im ersten Semester lernen wir den Beweis, warum P-Space gleich P ist. Ich weiß es nicht. Das letzte Beispiel in der Liste ist eins, das mir sehr am Herzen liegt. Das ist eine Variation des Rucksackproblems. Und das ist NP vollständig. Dass ich eine Liste von Zahlen habe und ich suche quasi ein Subset raus, das im Intervall ist. Warum finde ich das als Beispiel so gut? Weil jeder, der ein Cash zahlt, macht das jeden Tag. Machst eine Geldbörse auf, der Kassier sagt, das kostet 12 Euro. Du sagst, naja, ich gebe ihm jetzt irgendwas zwischen 14 und 15 Euro. Und du kannst reinschauen und kannst sagen, habe ich das exakt oder nicht? Und damit hast du das Rucksackproblem gelöst, das NPH des. Wie geht das? Damit werden wir uns auch auseinandersetzen ein bisschen. Hier rechts, wo wir die klassischen Algorithmen-Sachen haben, also sortieren mit Vergleich ist eben n mal log n, gibt es einen netten Beweis, dass man diesen Entscheidungsbaum macht und der hat mindestens n faktorielle Leaves und damit müssen es mindestens n mal log n Entscheidungen sein, die passieren, um diesen Baum zu haben. Wichtiges Sorting by Comparing. Es gibt andere Arten zu sortieren. Bei einem Radix-Sort kann ich zum Beispiel in n ohne dem log n sortieren. Ein Heap bauen, das geht in linearer Zeit, mache ich jetzt nicht, aber wenn man nicht weiß, wie das geht, ist das sehr, sehr cool, das zu sehen, den Beweis, dass der Algorithmus wirklich nur lineare Zeit braucht und ich kann diesen Heap bauen. Linear Programming, ich weiß nicht, ob das eine absolute Grenze ist, ob irgendjemand was bewiesen hat, über die Kompetenz, aber in der Regel sagt man, für L-Bit-breite Variablen und N-Variablen, das heißt L mal n hoch 3,5 ist die Komplexität, um Linear Programming Dinge zu lösen. Matrizen-Matrizen-Multiplikation. Der triviale Algorithmus natürlich in n hoch 3. Für n mal n Matrizen. Das ist ein bisschen komischer, weil normalerweise sagt man quasi immer, n ist die Größe der Eingabe, quasi in Elementen. Aber gerade bei der linearen Algebra ist es üblich, das als die Seitenlänge von der Matrix anzugeben. Und dann hätte man vielleicht einen anderen Algorithmus, und der inhaltlich das Gleiche macht, wo man aber das Problem so stellt, dass man wirklich die Anzahl der Elemente angibt und nicht die Seitenlänge, dann passt das auf alles nicht mehr. Den Leuten aus der Komplexitätstheorie ist das wurscht, weil die sind nur daran interessiert zu wissen, ist es polynomial oder nicht, und dann ist es wurscht, dass da noch ein Quadrat drinnen ist. Aber für praktische Überlegungen macht es natürlich einen großen Unterschied. Also n hoch 3 ist irgendwie der naive Weg, das zu machen. Einige Zeit lang hat man geglaubt, dass dieser Strassen-Algorithmus der effizienteste ist, zumindest in der Komplexität, der 2 hoch log 2 von 7 ist. Ich habe keine Ahnung, wie der funktioniert, darum weiß ich auch nicht, warum der log 2 von 7 rauskommt. In der Praxis funktioniert er gut für große, aber nicht für riesige Matrizen. Also es gibt quasi so eine Zone, wo es funktioniert, und dann wird der Overhead von dem Algorithmus aus praktischen Überlegungen, so ingenieursmäßig, wieder so groß, dass wir keinen echten Vorteil haben. Und das haben sich da dazwischen so Sachen getan, aber seit 2011 purzelt das hier so ein bisschen, und wir sehen, es gibt den Algorithmus 2011 mit 2 hoch 2,2374, und dann gibt es falsche Jahreszahl, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es bei der 2011 war. Wurscht, also noch ein bisschen besser, und der ist dann hier noch ein bisschen besser. Ich habe eine Vortragsaufzeichnung gesehen vom Gilbert Strang, dem Linear Algebra-Experten,
Gott vom MIT. Und er hat gesagt, er glaubt, dass nichts von dem das Schnellste ist. Warum? Weil diese Zahlen keinen Sinn machen. Matrizenmultiplikation ist so wichtig und so elementar, die Komplexität von diesem Problem muss irgendwie eine Zahl sein, die auch woanders in der Mathematik vorkommt. Das kann nicht irgendwie sein, dass das nur hier vorkommt als Obergrenze für die Laufzeit von dem Algorithmus. Genau, also das ist sein Argument, sehr, sehr unwissenschaftlich, aber der Vortrag war vor 2011. Also er hat, glaube ich, das hier schon ein bisschen voraus gesehen. Puh, okay, das war jetzt der Theorieteil. Wir wissen jetzt, wie wir Probleme in ihrer Komplexität klassifizieren und wir machen 15 Minuten Pause.